Oh, was? Hey, ich bin der Jürgen aus Eberswalde. Und wer bist du? Ich bin Herr Lehmann. Du kannst mich aber trotzdem duzen. Hallo, Herr Lehmann. Ah, hallo. Hallo, Herr Lehmann. Ich begrüße Sie recht herzlich hier zum Pressegespräch Spielraum 2019. Es ist insgesamt die sechste. Und man sagt ja, wenn eine Messe 3 Jahre überlebt hat, hat sie es geschafft. Und mit 6 Jahren sind wir da schon beim Doppelten. Das heißt also, es ist eine sehr etablierte Messe mittlerweile, die sehr, sehr gut angenommen wird, die uns auch, sagen wir mal, sehr gut zu Gesicht steht. Es macht Spaß, für die Stadt etwas zu tun, für die Kinder, für ja, sag mal, die Freizeitgestaltung insgesamt. Und wir erleben das ja jedes Jahr, dass da ein guter Besucheransturm ist, dass die Aussteller sagen wir, sehr zufrieden sind mit dem, was bei uns passiert. Und wir erwarten das am kommenden Wochenende natürlich genauso wieder. Wie zu erwarten ist ideales Messewetter, es soll regnen. Also hervorragend für die Besucher, die dann zu uns kommen hoffentlich. Und um Ihnen ein bisschen zu erzählen, was dann hier bei uns stattfindet, was Sie erwarten können, haben wir hier unsere Gäste, die Ihnen dann etwas zu Ihrer Präsentation auf der Messe sagen. Ganz außen ist Herr Hanitsch von der Initiative Fahrerimpuls. Das ist etwas ganz Besonderes, was wir bisher in der Form so noch nicht hatten, was sich aber auch in Dresden an verschiedenen Stellen zeigt und etabliert, und er wird dann mal ein bisschen was erklären dazu. Also ich finde das sehr, sehr spannend. Auf der anderen Seite, ganz außen, haben wir Herrn Wegner, der seit nicht ganz 6 Jahren, aber seit 5 Jahren schon mit dabei ist, also seit vielen Jahren von Games for Family, Planet LAN, alles das, was mit Elektronik zu tun hat, mit Spielen, die, und das betonen wir jedes Jahr wieder, gewaltfrei, zertifiziert, wirklich auch was fürs Kinderzimmer sind. Dann haben wir noch einige Gäste, die im Publikum mitsitzen. Der Herr Semetzki von Fahrerinitiative, die Frau Mingus, die ebenfalls von Planet LAN ist. Aber neben mir ist noch Danilo Schulz, Regionalleiter der Johanniter. Und wir haben hier einen leicht Verletzten mit auf dem Tisch liegen, der dann ein bisschen was erzählt, was wir hier mit den Kindern vorhaben, auch in, sag mal, bildungsmäßig, wie man sich verhält bei Unfällen, wie man Unfälle vermeiden kann. Das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr wichtiger Beitrag. Und last but not least, neben mir Jana Maywald, die Projektmanagerin, die diese Messe seit Anfang an betreut und auch zu dem heutigen Stand entwickelt hat. Ja, wie fangen wir an? Fängst du an am besten, ja? Okay. Herzlich willkommen, auch von mir. Ja, wir dürfen wieder spielen. Ich freue mich ganz doll drauf, zum 5. Mal jetzt für mich hier in der Messe Dresden ein großes Kinderzimmer wieder einrichten zu dürfen. Es ist jedes Jahr nicht nur eine Herausforderung, sondern es ist ein großartiges Gefühl, Partner zusammenzubringen, Kinder zu sensibilisieren, Glitzern in die Augen zu zaubern und einfach hier eine Messe hinzustellen, die so viel Glück und Zufriedenheit verbreitet, so viel strahlende Augen, so viel Erfolg, auch von außen, was beobachtet wird, und das auch, weil ich die Möglichkeit bekomme, mich austoben zu können. Das ist halt besonders toll. Wir haben dieses Jahr natürlich neben dem tollen klassischen Spiel mit unserem langjährigen Partner Playmobil, mit Zapp-Kreation, mit dem Brettspielbereich, auch mit Games for Families, wieder tolle Highlights. Und natürlich auch Karussell, jedes Kind fährt gerne Karussell, hört man gerade, wird gerade aufgebaut. Tolle Partner dabei, die uns seit vielen Jahren jetzt zur Seite stehen, die natürlich aktuelle Highlights mitbringen, die im Einzelhandel sind, die es zu kaufen gibt, die jetzt vor der Vorweihnachtszeit halt auf den Wunschzetteln der Kinder stehen. Und dazu ist es natürlich auch für die Spielraum jedes Jahr der Gedanke, den Spielraum der Kinder zu erweitern. Und da überlegen wir uns natürlich immer genau, was kann man da machen, was bewegt die Kids, in welchem Rahmen bewegen sich heutzutage in der heutigen Zeit unsere Kinder, was,
was nehmen unsere Kinder wahr, wie nehmen unsere Kinder das wahr. Und damit haben sich in den letzten 2 Jahren zum einen die Kinderlesewelt entwickelt. Man sagt, das Thema Buch sollte man meinen, dass es in jedes Kinderzimmer gehört. Ist aber leider heutzutage nicht mehr so. Also muss man die Kinderbücher irgendwie den Kindern wieder ein bisschen schmackhaft machen, sich die Zeit nehmen mit einem tollen Buch, dort die Kinder wieder ranzuführen. Und deswegen auch hier in einem magischen Geschichtenwald, wo die Kinder doch das vielleicht ein bisschen anders wahrnehmen, so ein Kinderbuch, neugierig werden, spannend werden, dass eine andere Atmosphäre ist und dann dort zum Lesen, auch gerade für Erstleser, rangeführt werden mit tollen Kinderbuchautoren, die eben nicht nur hinterm Stand stehen, sondern die Interaktion mit den Kindern machen. Ganz toll und neu ist zum Beispiel auch, dass wir da mit dem Ehrenfriedwalder von Schirmhaus Gymnasium was zusammen machen. Die Kinder haben dort in der 5. Klasse selber Geschichten geschrieben, das erste Mal sich als Autoren versucht, haben das in der Schule präsentiert. Und dieses Jahr werden sie die eigenen Geschichten das erste Mal hier auf unserem Vorlesenest vorlesen. Und ich finde, das ist eine tolle Sache, die kleinen Kinderbuchautoren von morgen hier auf der Spielraum zu erleben. Dann gibt es noch ein zweites Projekt, was wir weiterentwickelt haben. Das ist unsere Pfiffikus Forscher Arena, um dort einfach die Kinder zu sensibilisieren für Naturwissenschaften, für das Thema MINT sozusagen, also dass es eben auch lernpädagogisch weitergehen kann mit dem Lernlabor Farbe, die wir mit dabei haben, mit der Turak AG, wo man wieder Roboter zusammenbauen kann, mit der DLR School Lab, 50 Jahre Apollo 11, Reise zum Mond, finde ich klasse, kann man tolle Sachen mitmachen und zum ersten Mal auch die Porzellanmanufaktur Meißen. Gehört zu unserer Region, finde ich für Kinder ganz spannend, was kann man mit verschiedenen Materialien machen, mit dem Thema Porzellan, und da sind wir ganz neugierig und gespannt drauf. Und das Dritte, was dieses Jahr nochmal einen neuen Charakter bekommt, ist der Präventionsbereich. Und da haben wir die Johanniter mit dabei und neu die Spedition Frach und die Spedition Hanitsch mit der Initiative Fahrerimpuls. Und das ist aber was ich nicht vorwegnehmen möchte, sondern wo wir die Kollegen hier am Tisch haben, die einen kleinen Einblick geben können, die sozusagen unser Kinderzimmer rund machen. Okay, danke. Es ist ja jetzt schon mehrmals angesprochen worden und ich muss sagen, als ich das gelesen habe, dass eine Spedition mit auf dem Spielraum ist, war ich schon ein bisschen verwundert, um das vorsichtig auszudrücken. Dann habe ich mir das mal angeguckt und ich bin davon begeistert. Und Herr Hanitsch, es wäre eigentlich schön, wenn Sie ein bisschen was zu Ihrem Projekt sagen. Also gerne. Ja, mein Name ist Andreas Hanitsch. Ich bin der geschäftsführende Gesellschafter der Hanitsch GmbH in KKG. Und wir sind ein lokal ansässiges Speditionsunternehmen. Wir sollten im Stadtbild also auch bekannt sein. Derjenige, der sich da also für LKWs und Speditionen interessiert, der sollte uns dort schon gesehen haben. Ja, wie sind wir hier? Wir sind als Fahrerimpuls hier. Fahrerimpuls nochmal eine ganz andere Liga, wo sich also Spediteure zusammengefunden haben unter einem Aspekt, der heute so in der Form eigentlich nie betrieben wird, nämlich wettbewerbsübergreifend findet sich ein Speditionsunternehmen mit anderen Unternehmen zusammen und sorgt dafür, dass für den Fahrerstand, für die Branche eine Imagekampagne entsteht. Ja, so haben wir uns also zusammengeschlossen und haben gesagt, wir müssen was dafür tun, dass dieser Arbeitsplatz wieder attraktiv wird, dass dieser Arbeitsplatz wieder in den Familien ankommt und der Berufskraftfahrer auch in Zukunft einen guten Stand hat und vor allen Dingen in sozial anerkannt ist, ja, also in der Gesellschaft. So haben wir uns zusammengefunden und dann kam ein zusätzliches Projekt mit dazu, dass einer meiner Kraftfahrer, der Martin Semetzki, mit der Idee ankam und sagte, ich will unbedingt Kindern was mitgeben und möchte gerne Kindern in Zukunft helfen, zu erkennen, wo die Gefahr eines LKWs liegt. Und das ist natürlich für uns logischerweise genau der Dreh- und Angelpunkt, dass unsere LKWs natürlich auf der einen Seite mit ihrer logistischen Leistung natürlich zur Gesellschaft mit beitragen, aber natürlich auch eine Riesengefahr im Straßenverkehr sind. Und dieser Gefahr entgegenzusprechen,
kann natürlich nicht nur der Lkw-Fahrer entsprechend gut aufpassen, sondern es bedarf entsprechend technischen Assistenten, die mithelfen dabei, aber natürlich auch der Bevölkerung selber, die auf den Lkw zukommt und mit dem nötigen Respekt den Lkw entgegentritt. Und um das natürlich zu schaffen, kann man nur schulen, kann man nur Bilder zeigen, die entstehen, wenn man das mit mangelndem Respekt angeht. Und so sind wir an die Kleinsten sozusagen rangegangen und haben gesagt, in der Grundschule sind sie letztendlich bereit, Themen aufzunehmen und erste verkehrstechnische Erziehungen tatsächlich zu genießen. Und so hat er die Idee gehabt, in den Grundschulen das Thema toter Winkel als Verkehrsprojekt zu schulen. Ne? Und damit das natürlich gut ankommt, sind wir mit einem LKW dorthin gefahren, haben einen LKW aufgestellt und er hat direkt am lebenden Objekt gezeigt, wo gibt es den toten Winkel, was ist es eigentlich, ne? Wie muss man damit umgehen und welche Gefahr geht davon aus. Und hat das spielerisch den Kindern mit einer Dreierregel beigebracht und hat gesagt, achtet bitte auf diese Dinge. Das ist super angekommen, dann hat er noch eine weitere Schule gehabt und noch eine Schule und noch eine Schule und dann ist es übergeschwappt zu Fahrerimpuls und Fahrerimpuls hat dann ein Highlight gesetzt und hat mit seiner Hilfe innerhalb von 24 Stunden 10 Schulen, weil wir 10 Unternehmer sind, also 10 ausgewählte Schulen in der Stadt Dresden quasi da geschult und hat den Kindern das beigebracht in einem großen Forum. Und das war natürlich ein ganz, ganz großes Highlight, was sich jetzt hierher übertragen hat, glücklicherweise. Und die Frau Maywald hat unseren Martin Zemetzki über drei Ecken angesprochen und hat gesagt, sag mal, das passt doch super hierher, weil hier sind die Kinder, hier spielen die Kinder, hier fühlen sich die Kinder wohl. Und hier sollten wir genau über Sicherheit und über die Gefahr des LKWs oder eben andere Gefahren, die hier noch mit stattfinden, dabei unbedingt sprechen, in Diskussionen kommen und vielleicht auch so eine kleine Belehrung dabei rüberkommen lassen. Und dann haben wir gesagt, kurzerhand, das passt zu uns, Messe Dresden passt zu uns und zu unserer Initiative und dann sind wir also gern dabei gewesen. Also sehr schön, ich bin sehr gespannt, wie das dann angenommen wird und wie vor allen Dingen, wie es umgesetzt wird. Also ich habe schon einiges gehört, wie man das macht, aber ich glaube mal, dass, also wenn ich von meinen Enkeln ausgehe, LKWs, große Autos und da sind die ganz begeistert. Und wenn dabei noch etwas mit rumkommt für die Kinder und für die Sicherheit der Kinder, ist das ganz toll. Besten Dank. Weil wir gerade jetzt so bei Vorsorge und sagen wir mal, bei Ihnen ist es ja nie, ist es auch die Vorsorge, aber es ist natürlich auch das Reagieren, wie reagiert man, wenn was passiert. Und ich denke mal, Herr Schulz, wie präsentieren Sie sich auf der Messe den Kindern? Genau, also nochmal hallo von mir, mein Name ist Daniel Schulz, ich bin Regionalleiter Kommunikation hier im Regionalverband Dresden der Johanniter. Und wir sind dieses Jahr zum dritten Mal bereits Teil der Spielemesse, was uns sehr freut. Entstanden ist das Ganze, wir waren mal bei der Florian und da kam die Frau Maywald auf uns zu, da waren wir halt mit unseren Katastrophenschützern und sagt, macht denn hier auch irgendwas für junge Menschen? Und da habe ich gesagt, ja, wir machen wirklich was für junge Menschen. Wir gehen seit mehreren Jahren bereits an Kitas und an Schulen mit zwei Präventionsprojekten. Das eine ist Ersthelfer von morgen und das andere sind die Herzensretter. Bei den Ersthelfern kommunizieren wir halt und bringen wir Kindern spielerisch bei, was man und wie man hilft, also Kinder. Man muss es zugeben, die helfen auf alle Fälle schneller als Erwachsene, weil die haben noch nie so viel Berührungsängste. Und wir geben denen so ein paar Regeln mit an die Hand und haben halt spielerisch auch ein paar Charaktere entworfen, die mit den Kindern halt reden und die so die sensibilisieren, wie man Erste Hilfe anwenden kann. An der Kita, an den anderen Kindern, an der Schule. Wir haben Schulsanitätsdienste, wo das halt alles noch ein Stück weit professionalisierter abläuft. Und in den größeren Klassen bilden wir richtig Kinder zu Junior-Trainern aus, die dann Erste-Hilfe-Skills halt angelernt bekommen von uns. Und die bilden dann wiederum an ihrer Schule andere Kinder aus. Und wir sind jetzt hier zum dritten Mal mit dabei, haben einen schönen Stand. Unsere Jugend ist selber mit vor Ort, also unsere Kinder, die halt in ihrer Freizeit sich für
Erste Hilfe oder Menschenrettung interessieren, die sind selber mit hier. Und wir haben einen Bastelstand, wir haben einen Krankenwagen mit hier, den wir morgen bei uns auf dem Messestand mitstellen, wo halt auch die Kinder mal einen Blick reinwerfen können, was so für Gerätschaften auch in einem Krankenwagen halt zu finden sind. Und wir haben verschiedene Übungen, die wir mit den Kindern Verbandsübungen, Pflastertricks zeigen wir mit den Kindern. Wir haben Wundenschminken, das heißt realistische Unfalldarstellung. Das ist immer ganz hip bei den Kindern, besonders bei den Jungs, weil die sich von uns Schnittwunden schminken lassen können, die wir dann auch nachgehend halt auch ordnungsgemäß verarzten, wenn die nicht vorher wegrennen. Wir haben auch oft das Beispiel in den letzten 2 Jahren gehabt, dass die dann zu den Eltern gerannt sind und gesagt, oh, guck mal, ich habe mich geschnitten. Und dann haben sie gelacht. Das sind auch immer ganz lustige Geschichten, die wir hier schon erlebt haben. Dieses Jahr erstmalig haben wir das Reanimations-Race, was wir mitbringen. Deswegen habe ich den Kollegen hier mitgebracht, das sogenannte Little Helm Junior. Das ist eine Reanimationspuppe. Hier kann man trainieren, wie man reanimiert. Hat vielleicht der ein oder andere auch schon mal im Unternehmen an einem Kurs teilgenommen oder an einem Ersthelferkurs. Das machen wir so im Mitteljahr auch. Und diese Puppen werden halt an den Fernseher, an den Großbildfernseher gekoppelt und man kann dann gegeneinander antreten. Es sind kleine Krankenwagen abgebildet auf dem Fernsehgerät und wenn man halt in der richtigen Taktfrequenz und mit der richtigen Drucktiefe die Puppe reanimiert, so wie man das halt auch am Menschen macht, wenn das mal notwendig ist, dann bewegen sich die Krankenwagen halt fort und der am besten reanimiert, der ist dann letztendlich auch der Gewinner. Und somit nehmen wir, sage ich mal, schon in jungen Jahren die Berührungsängste von den Kindern, Menschen zu helfen. Und wir hoffen, dass das sich halt einfach durchsetzt oder durchzieht bis ins hohe Alter, dass halt dann bei einem Unfall vielleicht nicht direkt vorbeigefahren wird, sondern halt jemand hinrennt und sagt, ich gucke jetzt mal, was ich im Rahmen meiner Ersthelferkenntnisse umsetzen kann. Und wir haben da sehr gute sehr gute Erfahrungen gemacht. Auch die letzten 2 Jahre bei der Messe, das war sehr dankbar. Also alle Besucher, die bei uns kommen, die Eltern vor allem, die fanden das sehr toll, dass es jetzt nicht nur um Videogames also hier im Rahmen der Messe halt ging, sondern dass man halt auch mal, sage ich mal, ein bisschen Wissen vermitteln konnte. Und gerade so pädagogische Besucher aus der pädagogischen Richtung, so Erzieher haben wir ganz viele bei uns am Stand auch gehabt, die halt dieses Projekt an für sich auch mit in die Kita getragen haben. Deswegen eine tolle Plattform. Unsere Jugend, die ist auch ganz heiß, die kommen jetzt nicht nur hierher, weil die bei uns am Stand mithelfen wollen, sondern die sind auch dann teilweise mal für 3 Stunden plötzlich nicht mehr zu sehen und strömen hier durch die Hallen, weil es ja gibt sehr viel zu sehen hier. Besten Dank. Also das ist das, was wir eigentlich auch damit rumbringen wollen. Es ist nicht nur eine Messe zum Spielen, es ist eine Messe für Kinder im weitesten Sinne. Also man lernt auch was, was man außerhalb dieser Messe anbringen kann, was einem hilft. Und es ist natürlich auch so, dass man trotzdem einen schönen Tag erlebt, die Kinder mit den Eltern, zum Teil mit Großeltern. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Kinder und die Familien sehr, sehr lange auf einer Messe sind, also untypisch lange im Vergleich zu anderen Messen. Und das spricht natürlich dafür, dass man hier unendlich viel erleben kann, dass man viel machen kann, ob das von Lego bis hin zur, zwischen Lego und Totenwinkel, zwischen Büchern und Forscherarena. Forscherarena ist auch sowas, spielend lernen, spielend sich auf ein Leben vorbereiten, auf einen Beruf vorbereiten. Da sind wir auch sehr stolz auf die Zusammenarbeit mit der TU. Und natürlich, und das darf bei einer Spielemesse nicht fehlen heutzutage, alles was mit elektronischem Spiel zu tun hat. Und da sind wir sehr froh, seit vielen Jahren gemeinsam mit Herrn Wegner zusammenzuarbeiten zu allen möglichen Projekten. Wir haben mal klein angefangen, wir sind jetzt mittlerweile bei einer ganzen Halle. Und das ist auch ein sehr intensives, sehr umlagertes Feld. Und ich glaube mal, das macht allen Seiten Spaß. Und was gibt es so ganz Spezielles Neues in diesem Jahr? Ja, vielen Dank, Herr Finger. Guten Morgen auch von meiner Seite. Games for Families ist wieder dabei. Das heißt, Deutschlands größte Spiele-Roadshow ist wieder hier auf der Spielraum. Wir sind diesmal in der Halle 3 und bringen dort einen Mix an facettenreichen Spielen mit, die digital sind, die analog sind und die das gemeinsame Kind sind aus beiden. Also Spiele, die sowohl digitale als auch analoge Elemente beinhalten.
In der Fläche werden Sie über 100 Spielstationen finden, die gleichzeitig genutzt werden können. Also da kann man sich austoben, eben gemeinsam mit den Kids spielen. Nicht nur für die Kids haben wir Spiele, sondern auch für die Eltern, denn unser Anspruch ist, alles, was wir zeigen, ist irgendwo zwischen 3 bis 99 das Richtige für die Menschen. Nichts ist dabei, was in irgendeiner Weise exzessiv gewaltdarstellend ist, sondern im Gegenteil, alles, was wir da zeigen und erlebbar machen, hat auch noch einen Mehrwert, sei es für die grauen Zellen oder für die Muskelzellen. Was Muskelzellen angeht, werden wir gleich was sehen. Die beiden Kollegen da zu meiner Linken, zu ihrer Rechten, die warten schon darauf, gleich was vorzuführen. Wir haben nämlich wieder das Who's Who der Spielebranche dabei. Zum Beispiel Nintendo, das kommt gleich von den beiden. Die haben das neue Ring Fit dabei. Wir haben Ubisoft mit der Just Dance Stage wieder am Start. Das ist ja hier sehr beliebt, immer in Dresden, die Tanzbühne. Wir haben Astragon, die Simulationen herstellen. Also da kann man das Leben eines Baumeisters, Architekten etc. schlüpfen. Man kann Landwirtschaft spielen oder simulieren. Man kann Hochseefischen machen. Also auch Berufe reinschnuppern, die man eben nicht mal so erleben kann. Wir haben wieder die Retro-Games, das ist sowas für die Eltern spannend, die dann ihren Kids zeigen können. Mit den Spielen bin ich aufgewachsen. Ja, und auf der analogen Seite, wir machen nicht nur eben digitale Spiele, da haben wir Cosmos, Hubelino, Clementoni, Märklin, also eine Menge weitere, da haben wir auch ein paar noch ausgestellt. Bevor die Kollegen da loslegen mit ihrer Präsentation, möchte ich auf zwei Bereiche, die besonders am Herzen liegen, einmal eingehen. Wir haben nämlich zum ersten Mal dabei den Deutschen Computerspielpreis. Das ist die Auszeichnung in Deutschland, die die besten Spiele Made in Germany auszeichnet. Und hier haben wir die Preisträger vor Ort. Bestes deutsches Spiel, bestes Kinderspiel, bestes Jugendspiel, bestes Serious Game und bestes Mobile-Spiel. Also 5 Preisträger, das Who's Who der Spielebranche, nicht nur von den Namen her, sondern auch von der Qualität der Spiele. Diese Spiele sind also von einer großen Jury ausgezeichnet worden, die kann man dort anspielen. Es ist für alle Generationen was dabei, wie auch schon die Titel sagen. Und das Zweite, was mir sehr am Herzen liegt, ist die FPV-Arena, die ja hier immer irgendeine Premiere mitgebracht hat. FPV-Arena, das steht für First Person View. Man setzt sich mit einer Videobrille in das Cockpit eines ferngesteuerten Autos oder einer Drohne. Wir haben dort als Beispiel jetzt ein Auto dabei. Und dann haben wir letztes Jahr hier die Premiere gefeiert der Cockpits, dass man sich also in ein richtiges Cockpit reinsetzt mit Lenkrad, Gas und Bremspedal, die Autos dann durch den Parcours steuert, was eine Menge Spaß macht. So, und jetzt das nächste Level ist, dass wir den Grand Prix von Dresden machen. Das heißt, wir können jetzt die Rundenzeiten erfassen im Parcours und somit die schnellsten Fahrer hier in Dresden gewinnen. Gibt auch Pokale dann danach und die schnellste Rundenzeit entscheidet. Wir haben aber auch Pokal für den zweiten und dritten, also man geht nicht leer aus, wenn man jetzt der zweite Sieger ist. Ja, das Ganze ist hier die nächsten Tage spielbar, eben auch nicht nur mit den Autos, sondern auch mit den Drohnen. So, und jetzt habe ich es lange genug hier angekündigt, die beiden Kollegen stehen da schon parat, aber ich glaube noch ohne Mikro. Vielleicht, Herr Hanitsch, könnten Sie Ihr Mikro einmal entbehren, nicht Frau Minkus, dann kann sie das einmal vorführen, was wir da zu Ihrer Rechten aufgebaut haben. Ja, perfekt, vielen Dank. Ja, wir haben schon ein paar Highlights natürlich mitgebracht, also wirklich vom Brettspiel zum Beispiel die, viele kennen die Trödelshow Bares für Rares, gibt es jetzt auch als Brettspiel, also wirklich sehr nah an der Show, aber auch sehr im Trend sind Kugelbahnen. Also zum Beispiel der Hersteller Hubelino, mit dem wir auch schon sehr lange zusammenarbeiten, hat wirklich eine Bahn für Kinder ab 3 Jahren bereits gehabt und jetzt geht es auch wirklich ins Erwachsenenalter. Also da merkt man, dass es interessant ist, sowohl für die kleinen als auch die großen Besucher. Genau, und das große Highlight, was wir hier einmal von Nintendo aufgebaut haben, führt einmal der Kollege gerade vor. Und zwar ist das das Ring Fit Adventure. Also du kannst den Ring gerne schon mal nehmen, einmal zeigen. Und zwar wird da der normale Switch-Controller mit diesem Ring verbunden und einmal am Oberschenkel. Und jetzt nimmt quasi die Ring-Con, so heißt dieses Gerät, jede Bewegung auf, die der Kollege macht. Also du kannst gerne mal vorführen. Genau, also wie man schon sieht, wenn er die, du kannst dich gerne noch so ein bisschen seitlicher stellen, ich glaube, dann können die Damen und Herren es ein bisschen besser sehen. Und es gibt ganz viele verschiedene Übungen. Also das ist jetzt ein Minispiel, bei dem man laufen muss, verschiedene Dinge einfangen, einsammeln und dabei Punkte eben gewinnen kann. Es wird auch immer, wie man unten links sieht, die Kalorienanzahl gemessen, die man gerade verbraucht. Und je schneller er rennt, desto schneller rennt auch die Figur im Videospiel. Also es ist auch wirklich betitelt als Fitness-Videospiel. Und ja, neben diesen ganzen Minispielen gibt es auch verschiedene Fitnessprogramme. Man kann Yoga machen, man kann Beinmuskeln, Armmuskeln, Rückenmuskeln trainieren. Also da kommt man auch wirklich ordentlich ins Schwitzen. Ist eben nicht nur was für die Muskelzellen.
Genau, mach ruhig mal ein bisschen schneller. Genau, also dann rennt auch die Figur schneller. Man kann springen, genau, und eben verschiedene Punkte einsammeln. Also das ist wirklich bei uns eins der Highlights, wo dann auch die Besucher nochmal ordentlich, ja, ins Schwitzen gelangen können. Also wer es auch ausprobieren möchte, ist natürlich herzlich dazu eingeladen. Ist wirklich kinderleicht. Genau, und hier haben wir jetzt dann, ist dieses Minispiel verbunden auch mit einer kleinen Fitnessübung. Genau, und dabei werden Punkte gesammelt, verschiedene kleine süße Gegner besiegt und dann kann man quasi weitermachen, bis man ans Ende gelangt. Das Schöne daran ist, man macht Sport, ohne es zu merken. Also wenn man da jetzt dran daddelt, ist mir auch mal so gegangen, dann steigert man sich in das Spiel rein und am nächsten Tag merkt man dann, dass man was gemacht hat, wenn man sich nämlich kaum noch vom Muskelkater bewegen kann. Und das finde ich ein ganz schönes Spiel in der heutigen Zeit, dass es eben nicht mehr diese gebeugte Rückenhaltung ist, sondern man ja, die Muskeln tatsächlich auch mal einsetzt und nicht nur zu knapp. Also setzen wir es jetzt noch gerade hin. Ja, okay. Also, Sie haben hier einiges erfahren, was uns alle am Wochenende erwartet. Wir erwarten natürlich viele Besucher. Wir erwarten viele, viele Kinder, die lange hier bleiben und ihren Eltern natürlich auch den einen oder anderen Tipp geben, was sie dann zu Weihnachten so noch alles brauchen. Also, wir sind in der Vorweihnachtszeit. Alles, was hier auf der Messe vorhanden ist, lässt sich auch kaufen vor Ort. Also auch daran wären wir natürlich, beziehungsweise die Ausstellung, noch viel mehr interessiert. Insgesamt haben wir am Samstag und Sonntag geöffnet, jeweils von 10 Uhr, am Samstag bis 20 Uhr, am Sonntag bis 18 Uhr. Es gibt die verschiedensten Eintrittskartenmodelle von Familienkarte über Singlefamilie, über Wochenendkarten. Der normale Eintritt für Erwachsene kostet 10 Euro. Kinder bis 3 Jahre sind frei und Kinder zwischen 3 und 6 Jahren zahlen 4 Euro. Wir hatten im letzten Jahr, oder insgesamt sind wir in etwa in der Größenordnung wie im letzten Jahr, etwas mehr als 100 Aussteller. Also Sie können hier sehr, sehr lange sich betun mit Ihrer Familie. Und ich denke mal, wenn wir in etwa in dieser Größenordnung sind wie in den letzten Jahren, im letzten Jahr waren 17.500 Besucher, also alles in dieser Region ist gut. Wobei ich immer betonen möchte, es geht hier nicht darum, 300, 400 Leute mehr zu haben, sondern einfach, die Leute sollen sich wohlfühlen, die Besucher, sie sollen Spaß haben an dem Wochenende. Und das ist uns viel, viel mehr wert als 1.000 Leute mehr. Ja, wenn Sie jetzt Fragen haben, in der Regel ist das meistens nie so, das machen wir dann immer hinterher, dann können Sie die gerne stellen. Wenn Sie, Herr Wegner hat noch eine Frage. Ich hätte eine Frage an unseren Kollegen, der gerade das Spiel ausprobiert hat. Wie ist denn so wahr für dich? Ja, auf jeden Fall mal was Neues. Man verbindet das Spiel mit dem Sport und das finde ich für jeden Mann, der zu Hause gerne zockt, genau das Richtige. Da hat Nintendo auf jeden Fall was Gutes auf den Markt gebracht. Okay, besten Dank. Also sozusagen neben der Wii gibt es jetzt auch dieses Spiel sozusagen. Ja, die Wii ist ja die alte Konsolengeneration, jetzt gibt es ja die Switch, das ist die aktuelle Konsolengeneration und da gibt es immer wieder Erweiterungen. Das ist jetzt die neueste Erweiterung, eben, dass man die Controller, also die Joy-Con, kannst du den Ring einmal hochhalten? Das, was da so bunt oben ist, ist einer davon und der andere ist an dem Bein, das ist der gelbe. Und die sind die gleichen Controller, die man auch zum Spielen bisher genutzt hat. Und das Neue ist letztendlich dieser Ring, in den man die Controller dann einsetzt. Also von daher ist es eine Erweiterung der aktuellen Switch mit einem sehr facettenreichen Spiel, wie wir gesehen haben. Man kann mit der Switch auch andere Sachen machen. Da gab es früher noch Labo, das haben wir letztes Jahr gezeigt. Und so ist jedes Jahr immer was Neues dabei. Von Nintendo wie auch von den anderen Sachen sehen da ja diese Kugelbahn noch aufgebaut etc. Also so haben wir da aus allen Segmenten der Branche immer was Neues dabei. Ja, ist ja so unbewusst was ganz Praktisches entstanden mit dem Reanimationsrace bei uns. Also wenn man eine Minute oder zwei Minuten an den Puppen Reanimations übt, dann kommt man auch ins Schwitzen und man verliert auf alle Fälle auch Kalorien. Man müsste dann immer mal überlegen, ob man hier auch so eine Kalorienverbrauchsanzeige in das Spiel integriert. Auf alle Fälle eine gute Geschichte. Finde ich super. Also was Sie auch sehen, was sich immer wieder zeigt, dass sich die Dinge, die die Kinder oder die Eltern bewegen, egal ob das jetzt so Sicherheit, Lernen ist, sich immer wieder auch in den Spielen der Hersteller widerspiegelt. Ja,
Ja, also die Themen wie Krankenhaus gibt es bei Playmobil als Spielerlebniswelt, eine Fahrzeugwelt, und das Thema LKW zum Beispiel, das ist immer auch in den Spielen, also in den neuen Produkten, die Hersteller mitbringen, immer irgendwo mit verarbeitet. Das heißt, dort knüpft sich das immer wieder ganz wunderbar zusammen. Also sind wir gar nicht so weit von allen Dingen entfernt. Was mir noch wichtig ist zu sagen, das Thema Sicherheit auf der Messe. Die Eltern können ihren Kindern hier kleine Kindersicherheitsarmbänder anlegen. Die gibt es an verschiedenen Stellen. Kann man die Telefonnummer draufschreiben. Das heißt, wenn mal ein Kind verloren geht, wir haben alle immer wieder gefunden, aufgrund dieser schönen Kinderarmbänder. Da kann man gut und gerne immer wieder darauf hinweisen. Viele Eltern wissen das schon, dass es diese Kinderarmbänder gibt. Dann haben wir natürlich auch für die Kleinsten, dass sich die jungen Mütter zurückziehen können, eine Wickel- und Stilloase, wo man einfach sich mal zurückziehen kann, die Allerkleinsten versorgen kann. Das ist einfach sozusagen das Rundum-Sorglos-Paket. Also, dass sich wirklich alle hier auf der Messe wohlfühlen können, dass keiner verloren geht und alle wieder heil nach Hause kommen. Okay, was bisher immer geklappt hat, also keine Frage. Ich bedanke mich.